Mit unserem Sonntagswort sind wir heute im und am Hospiz im Ahrtal, weil das Hospiz im Ahrtal uns heute unsere zwei Gäste fürs Sonntagswort zur Verfügung gestellt hat. Der eine Gast ist ein König und der andere Gast ist ein Königsmacher. Herzlich willkommen zum Sonntagswort. Unser erster Gast, das ist hier der König, der vorne im Bild steht. Der zweite Gast, von dem werden Sie gleich unser Sonntagswort heute am ersten Fastensonntag hören. Das ist der Königsmacher, wie man sagen könnte. Das ist, ach, das soll er sich am besten, soll er am besten selbst sagen. Lassen wir unseren Gast uns das Sonntagswort geben. Herzlich willkommen zum ersten Fastensonntag. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Knoblauch. Ich bin hauptamtlicher Diakon im Bonner Norden in einer großen Kirchengemeinde und dort tätig in der diakonischen Pastoral. Und ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen hier aus der sehr alten Laurentiuskirche in Bonn-Lesselich. Eine schöne inhaltliche Verbindung zu Ihrer wunderschönen Laurentiuskirche in Ahrweiler. Ich habe Ihnen heute zwei Dinge mitgebracht, die Ihnen in den kommenden Wochen auf Ostern hin vielleicht ein wenig Hoffnung, Mut und Zuversicht geben können. Das ist zum einen dieser kleine König. Er trägt wie alle meine Könige und Königinnen das Thema der Würde in die Welt und möchte jedem Menschen spiegeln, dass jeder Mensch ein Königskind ist, unendlich wertvoll, eine Würde in sich trägt, die ihm keiner nehmen kann. Und in diesem hoffnungsvollen Kontext waren mehrere Königinnen und Könige im letzten halben Jahr des Öfteren in ihrer Region im Ahrtal unterwegs und haben Ihnen und Euch ein wenig Mut und Wertschätzung vermitteln wollen. Zwei Könige und eine Königin sind derzeit immer noch bei Ihnen vor Ort. Eine für mich ganz besondere Erfahrung möchte ich Ihnen dazu erzählen. Und das ist das Zweite, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, nämlich diesen Karnevalsbeutel, der hier vorne vor dem König jetzt steht. Im letzten Herbst war ich mit einer Gruppe von Afghanen und Syrern im Ahrtal zum Helfen. Wir haben bei einem älteren Ehepaar den Garten wieder auf Vordermann gebracht. Auch dieses Ehepaar hatte, wie so viele bei ihnen, sehr, sehr viel verloren. Was sie aber retten konnten, das waren viele ihrer Karnevalsorden, die sie über Jahre gesammelt hatten, auf Sitzungen und im Straßenkarneval. Diese vielen Karnevalsorden hatten sie in einer Kiste vor der Flut retten können. Am Ende des Tages hatten wir im Garten ein beachtliches Ergebnis erreicht. Man konnte schon sehen, dass es vorwärts geht. Und jetzt kam das Besondere des Tages. Der Rentner sagte zu uns allen: Ihr wart heute für mich Prinzessin und Prinzen. Und dann legte er jedem persönlich einen seiner Karnevalsorden um den Hals. Ich bekam diesen Orden umgehangen. Und das Besondere an diesem Orden ist, dass er von der Karnevalsgesellschaft von Ahrweiler ist. Es ist ein ganz besonderer Karnevalsorden. Er stammt aus dem Jahre 2004 und ist herausgegeben worden von der Karnevalsgesellschaft aus Ahrweiler. Anlass war die 800-jährige Jubiläumsfeier der Kirchengemeinde St. Laurentius in Ahrweiler. Ein ganz dichter und emotionaler Moment, der für mich eine Brücke zu meiner Laurentius-Kirchengemeinde hier nach Bonn-Lessenich geschlagen hat. Auch wenn wir in diesem Jahr wieder nicht Karneval feiern konnten und bei Ihnen und Euch sicher nicht nur wegen Corona, so fehlt doch etwas ganz Wichtiges, ganz Zentrales, bevor jetzt hier die Fastenzeit beginnt. Die Versuchung Jesu in der Wüste ist das Thema des ersten Fastensonntags. Da geht es ganz viel um Macht und Herrschaft. Damit haben wir alle so unsere eigenen Erfahrungen. Und wir kennen alle die unterschiedlichsten Erfahrungen auch von Machtmissbrauch. Eins ist uns aber ganz gewiss und hat uns Jesus permanent gespiegelt. Wenn ich bei den Machtlosen, vielleicht, wie es dieser kleine König ausdrücken will, wenn ich bei den Machtlosen bin, dann bin ich immer auch bei Gott.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine österliche Bußzeit, die uns neue hoffnungsvolle Perspektiven aufzeigt und die Gottesbotschaft wieder mehr ins Zentrum rückt. Danke, Ralf, für dieses total schöne und auch kostbare Wort. Wir hatten es eine ganze Zeit lang vor dem ersten Fastensonntag aufgenommen und auch beim eigenen Schauen und auch Hören, was Ralf so uns an diesem Sonntag geschenkt hat, hatte ich das Gefühl, es ist in der aktuellen Zeit aktueller denn je, dieser Gedanke des Königs, dieses Gefühl von Würde, die jedem Menschen zukommt, dass Gott alle zu Königen und Königinnen natürlich auch gemacht hat. Ich glaube, in der aktuellen Situation in der Ukraine ist das für uns ein Gedanke, der wichtiger denn je ist, dieses Königsein zu spüren, aber vielleicht auch dafür zu sorgen, dass andere Menschen das Königsein in ihrem Leben entdecken können. Ihnen einen guten Start in die Fastenzeit und bleiben Sie behütet. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Erfüllt vom Heiligen Geist kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts, als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm einen Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab, denn es steht geschrieben. Seinen Engel befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an seinen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.